Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unserer Serie Die akademische Mittagspause. Und das macht richtig Spaß, hier etwas von seiner Arbeit zu erzählen, wenn es eben nicht nur die Kollegen sind, denen man das berichtet und in den letzten Jahren mit der Pandemie. Also ist das sehr schön, mal wieder mit einem echten Publikum zu reden. Das Thema, über das ich Ihnen heute etwas berichten möchte, ist also aus meiner Forschung. Ich, Hubert Klar, beschäftige mich am Max-Planck-Institut für Astronomie mit der Entstehung von Planeten. Also Planeten, sowas wie auf dem wir hier rumlaufen, aber auch mit den Exoplaneten, die um andere Sterne mittlerweile gefunden werden. Und wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, was halten Sie von Asteroiden und Kometen, dann sage ich, das ist ganz hübsch, das sind kleine Dinger, aber die interessieren mich gar nicht so sehr. Denn das ist hier nur so ein bisschen Gemüse, was im Sonnensystem rumfliegt. Aber wenn Sie mich heute fragen würden, sagte ich Ihnen, das sind quasi die Rosetta-Steine. Das sind wirklich unsere besten Nachweismethoden zurzeit, wie damals Planetenentstehung in unserem Sonnensystem stattgefunden hat. Sie sind wirklich ganz entscheidende Bausteine, wie eines Tages vor 4,5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem entstanden ist. Und wenn wir verstanden haben, wie das bei uns funktioniert, dann können wir vielleicht auch sagen, ob es Leben irgendwo anders im Universum gibt. Hier habe ich mal zwei Fotos mitgebracht von einem Kometen und von einem Asteroiden. Und wenn Sie nach oben schauen, steht da eine ketzerische Aussage. Da könnte ich also von meinen Kollegen gesteinigt werden. Kometen und Asteroiden sind eigentlich genau das Gleiche. Also die Astronomie ist ja sehr danach bestrebt, Sachen zu kategorisieren und Namen zu geben und wirklich zu unterscheiden. Haben wir einen Asteroiden, das ist so ein Steinsding, und Kometen, das sind die Dinger mit einem Schweif. Aber wir werden sehen, dass es da alle möglichen Übergangsstufen gibt und dass es sich letztendlich von ihrer Bedeutung für die Planetenentstehung wirklich um die gleichen Objekte handelt. Wir haben hier also auf der linken Seite den Komet Tschuri, wie wir ihn abgekürzt nennen, weil Tschuri-Yumov-Gerasimenko, der Name war uns immer zu lang, wenn wir den so häufig in einem Vortrag sagen wollen. Der wurde ja damals von dieser Rosetta-Raummission besucht. Es wurde drauf gelandet mit dem Philae-Lander. Und auf der rechten Seite haben wir einen Asteroiden, der heißt Ida. Und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wie groß die sind, dann haben Sie so die typische Größe von Objekten, um die es heute gehen wird. Also irgendetwas zwischen um die Größenordnung 10 Kilometer und Objekte so von der Größenordnung bis zu 100 Kilometern. Und das ist wirklich eine ganz typische Größe für diese Planetenbausteine, wie wir sie dann nennen, Planetesimale. Die Entdeckungsgeschichte war ein bisschen unterschiedlich zwischen Kometen und Asteroiden. Also Kometen, hatten wir ja schon gesagt, sind ja sehr einfach zu entdecken, weil wenn sie nahe an die Sonne drankommen, dann entwickeln sie diesen wunderschönen Staubschweif, den man dann beobachten kann. Deswegen gibt es schon zu frühen Zeiten hier bei der Schlacht von Hastings, da hat es ein Komet in die Verewigung geschafft, und auch in diesem Gemälde hier von, da ist der Komet Donati, der also hier über Venedig dann gemalt wurde. Vor 20 Jahren gab es noch einige große Kometen, die wir hier am Himmel beobachten konnten, aber in der letzten Zeit wurden wir nicht mehr so häufig besucht. Deswegen war ich froh, dass ich vor ein paar Jahren hier vor meiner Haustür einfach mit meinem Mobiltelefon einen Kometen direkt fotografieren konnte. Also der war wirklich sehr schön sichtbar, wenn man zur richtigen Zeitpunkt rausgeschaut hatte. Und wenn ich mit einem Spiegel, mit meinem normalen Spiegelreflexkamera nochmal ein Foto gemacht habe, etwas später, dann konnte man auch so grob die Eigenschaften eines Kometen entdecken, nämlich schön hell und einen schönen Schweif, den sie entwickeln. Asteroiden wurden erst viel, viel später entdeckt. Das, was zunächst nur bekannt war, war, dass in unserem Sonnensystem eine ganze Menge von Planeten rumfliegen. Man kannte natürlich schon seit dem Altertum die inneren Planeten, Merkur, Venus, den Mars, die Erde, Jupiter, Saturn, und hat dann auch irgendwann Uranus und Neptun entdeckt. Das war schon ein bisschen schwieriger, da brauchte man schon größere Teleskope dafür. Und irgendwann war mal zwischenzeitlich auch der Herr Pluto ein Planet gewesen. 1930 wurde der erst entdeckt. Da sehen Sie, wie lange das gedauert hat.
Aber jetzt kommt die Frage, wenn wir also dieses Planetensystem hier haben mit den 8 Planeten und dem Zwergplaneten Pluto, was war eigentlich der 8. Planet, der entdeckt wurde zum Zeitpunkt seiner Entdeckung? Und das ist also keiner von den hier genannten Herrschaften, sondern eines schönen Tages wurde etwas in der Lücke zwischen Mars und Jupiter entdeckt. Und das war die Ceres. Die Ceres ist auch ein Kleinplanet, 1000 Kilometer im Durchmesser. Wenn Sie es hier mal vergleichen, das ist die Größe der Erde. Hier haben Sie die Ceres und nochmal zum Vergleich hier Pluto und sein Mond Charon. Das sind also kleine Objekte, aber mit 1000 Kilometern, also das ist ja schon ordentlich groß, größer als Deutschland, was da so rumfliegt. Und Ceres war wunderbar, dass für die Theoretiker, die sich mit der Harmonie des Sonnensystems beschäftigt haben, weil wenn man die Planetenbahnen plottet, hier aufträgt, dann gibt es so im Prinzip relativ harmonische Abstände. Nach außen hin werden die Abstände der Planeten immer größer, aber es gab in dieser Harmoniefolge so eine Lücke zwischen Mars und Jupiter. Und da passte jetzt diese Ceres hervorragend rein. Mit etwas Überraschung hat man dann festgestellt, dass Ceres auf dieser Umlaufbahn nicht allein ist, sondern es wurden mehr und mehr von diesen Objekten entdeckt, Pallas, Juno, und irgendwann wurden die Leute dann ein bisschen nervös, müssen wir jetzt demnächst hunderte von Planeten auswendig lernen, und damals wurde dann also Zensur gemacht, nein, das sind keine Planeten, das sind eben dann Asteroiden, die da rumfliegen. Ja, sehr schöne Objekte. Hier muss man auch unbedingt den Herrn Wolf hier in Heidelberg erwähnen. Der Herr Wolf, der hier die Astronomie in Heidelberg groß gemacht hat am Ende des 19. Jahrhunderts. Der hat also ganz viele von diesen Asteroiden mit dem heute noch vorhandenen Bruce-Teleskop entdeckt. So, jetzt habe ich Ihnen beigebracht, was Kometen und Asteroiden sind. Deswegen kommen wir jetzt zu der großen Preisfrage. Also gleich bitte ich um Handzeichen hier. Sie haben hier auf der linken Seite ein Objekt. Ich habe die Größe schon mal angegeben. Also das ist knapp etwas weniger als 1 Kilometer groß. Und auf der rechten Seite ein Objekt, das ist so um die 7 oder 8 Kilometer groß. Wer sagt, dass es auf der linken Seite ein Komet ist? Ich bitte um Handzeichen. Gegenprobe, wer glaubt, dass es sich um einen Asteroiden handelt? Aha, 4, okay, aber es hat sich schon fast jemand beim ersten Mal gemeldet. Da gehen wir jetzt auf die rechte Seite rüber. Gleiches, wer glaubt, dass das ein Komet sein könnte? Aha, sehr gut. Und dass es ein Asteroid sein könnte? Wow, immerhin, das ist jetzt schon mal ein bisschen ausgewogen. Dankeschön. Also, es handelt sich auf der rechten Seite, obwohl es ein größeres Objekt ist und relativ rund ist, keinen Schweif hat, tatsächlich um einen Kometen, der halt zu diesem Zeitpunkt weit genug von der Sonne weg ist, dass er eben keinen Schweif ausbildet. Und auf der linken Seite, das hier ist so ein Trümmerhaufen, ein ganz kleiner Asteroid, der da rumfliegt. Das heißt, letzten Endes, links blende hier die Namen noch mal kurz ein, links haben wir den Didymos und auf der rechten Seite haben wir den Komet Tempel. Gut, und mittlerweile gibt es also Tausende und Abertausende von Objekten, die in unserem Sonnensystem rumfliegen. Ganz viele fliegen hier auf der Umlaufbahn zwischen mit den Asteroiden, zwischen dem Mars und dem Jupiter umher. Es gibt ja auch noch Asteroidenwolken, die auf der gleichen Umlaufbahn sind wie der Jupiter, die vorausfliegen, hinterherfliegen. Wenn Sie weiter raus ins Sonnensystem gehen, dann finden Sie auf einmal ganz viele von diesen Objekten im Kuipergürtel. Und wenn Sie noch weiter rausgehen, hier hunderttausende astronomische Einheiten, dann finden Sie dort wiederum solche Objekte. Das ist der Ursprung vieler langperiodischer Kometen. Und dass dieses Material überall noch rumfliegt, ist ein Zeichen, dass es mal wichtig war, aus was eigentlich unser Sonnensystem entstanden ist. Das hier ist also eine Aufnahme, die meine Kollegen sehr gerne mal eines Tages machen würden von einem anderen entstehenden Sonnensystem. Leider sind unsere Auflösungsmöglichkeiten noch nicht so groß. Es ist eine künstlerische Darstellung. Aber man sieht, was damals ungefähr passiert ist. Die junge Sonne hatte einen großen Staub- und Gasscheibe um sich drumherum.
und in dieser Staub- und Gasscheibe verklumpt sich das Material, dieser Staub zu immer größeren Brocken. Das ist der gleiche Effekt, den wir zu Hause in unserem Schlafzimmer in der Ecke finden, wenn die kleinen Staubpartikel sich zu immer größeren Wollmäusen zusammenbasteln. Der gleiche Prozess ist damals abgelaufen. Oder stellen Sie sich vor, wie Hagelkörner wachsen oder wie Schneeflocken zusammenballen. Das war der gleiche ursprüngliche Prozess. In diesem Prozess wurden dann immer größere Staubpartikel gebildet, bis zu einer Größe, auf Englisch nennen wir die Pebbles, also Kieselsteingröße. Das ist so das Größte, was aufgrund dieser Zusammenlagerung passieren kann. Und dann passiert der Titel unseres Vortrags heute, kollabierende Staubwolken. Dann haben wir auf einmal eine solche große Masse in Staub von 10.000 Kilometern Durchmessern und die kollabiert dann unter ihrem eigenen Gewicht und bildet die sogenannten Planetesimale. Am Anfang waren es Millionen von Planetesimalen, die meisten davon wurden dann später in Planeten eingebaut und was wir heute finden an Asteroiden, Kometen, Kuiperbeltobjekten sind genau diese übrig gebliebenen Materialien. Hier ist nochmal so ein bisschen eine künstlerische Darstellung. Sie haben hier diesen solaren Nebel, also die Gasscheibe um die junge Sonne. Diese Gasscheibe, die ist nicht so langweilig und dünn wie die Saturnringe, also ganz dünn und kalt, sondern da war ordentlich Wetter drin, da war Turbulenz, der Staub wurde in der Gegend herumgewirbelt, wurde an bestimmten Orten abgelagert, auf anderen Seiten wieder weggeweht. Und manchmal waren eben dann diese Staubkonzentrationen so groß, dass sie innerhalb dieser Turbulenz auf einmal nicht mehr stabil geblieben sind, diese Staubwolken, sondern dann aufgrund ihres eigenen Gewichtes in einen Asteroiden zusammengestürzt sind. Und genau diesen Prozess, wie viel Staub brauche ich, wie viel Turbulenz darf da sein, damit beschäftige ich mich auf meiner Arbeit. Das kann man auf der einen Seite mit einer Menge Überlegungen an der Tafel machen und Gleichungen und Formel, aber damit möchte ich Sie jetzt nicht langweilen, absolut nicht. Das wichtige Ergebnis dieser Formeln war, dass wir vorhersagen konnten, dass wir eine bestimmte Masse brauchen, dass wir eine Größe von ungefähr 10 bis 100 Kilometern brauchen, weil ohne diese Masse ist es nicht möglich, dass so eine Staubwolke gravitativ instabil wird. Das ist ein ähnlicher Prozess, den Sie auch schon vielleicht aus der Sternentstehung kennen. Auch dort gibt es das Problem, dass man eine bestimmte Gasmasse braucht, damit eine solche Wolke überhaupt zu einem Stern kollabiert. Die Arbeiten, um dann wirklich zu studieren, was passiert, das machen wir dann mit Computerprogrammen. Die wesentlichen Zeilen habe ich Ihnen mal rauskopiert. Schöne Programme über Jahrzehnte entwickelt. Unsere Rechenzentren sind in Garching, hier das Max-Planck-Rechenzentren. Und das hier sind also unsere Teleskope. Also ich bin kein Astronom, der an den Himmel schaut. Ich bin ein Astrophysiker, der in den Computer schaut. Und das sind also unsere Maschinen, mit denen wir dann Simulationen durchführen. Hier ist zum Beispiel jetzt so eine turbulente Staubwolke. Ich hoffe, bei dem Kontrast und bei der Helligkeit sieht man das hier drinnen. Sie sehen hier also einen Ausschnitt aus diesem solaren Nebel, also ein ganz kleines Gebiet heraus. Und Sie sehen, dass da so helle Punkte hin und her wandern. Das sind also Staubpartikel, die in dieser Turbulenz hin und her geweht werden. Turbulent geht es dazu wie in einem Sandsturm in der Wüste. Aber irgendwann, wenn die Gravitation dann langsam zunimmt, dann sehen Sie, dass sich da nicht nur der Staub gleichmäßig verteilt, sondern in bestimmte Muster zusammenlagert, so Filamente entstehen. Und wenn wir noch ein bisschen weiter vorspulen in dieser Simulation, dann sehen wir, dass sich auf einmal dann diese Staubwolken zu etwas immer dichterem zusammenziehen, etwas, das sich auch anfängt zu drehen. Und somit haben wir damals dann so die ersten Studien gemacht, wie also die Staubverklumpung tatsächlich zu diesen festgebundenen Planetesimalen führt. Das ist jetzt im Prinzip noch eine großskalige Simulation. Wir fangen mit einer Staubwolke an im turbulenten Gas. Aber wir würden gerne wissen, was für Objekte da drinnen entstehen. Das sind jetzt Arbeiten, die ich hier mit Brooke Pollack durchführe. Sie ist Studentin hier in der International Max Planck Research School. Und was sie studiert ist, welche Planetesimale bei verschiedenen Abständen zur Sonne, sprich also mehr asteroidenähnlich oder kometenähnlich, entstehen in unseren numerischen Simulationen.
dieser Prozess, das ist dann auch schon etwas sehr Übergreifendes. Die Werkzeuge, die wir verwenden, das sind die gleichen numerischen Simulationen, die unsere Kollegen verwenden, die sich um Galaxienentstehung kümmern, also die Strukturbildung im frühen Universum. Es sind die gleichen Codes, die unsere Kollegen verwenden, die Sternentstehung machen. Und wir verwenden das jetzt auch für Planetesimale. Die Anfangsbedingung ist immer sehr ähnlich, dass wir etwas noch mit einem System haben mit wenig Struktur, sprich hier zum Beispiel dann eine große Kugel, eine Staubwolke, die sich jetzt langsam auf ihrem Gewicht, unter ihrem eigenen Gewicht zusammenzieht. Und weil die sich jetzt im Gravitationsfeld der Sonne befindet, die Sonne wäre also ganz rechts irgendwo ganz weit weg, verklumpt die, fängt sich an zu drehen und Sie sehen diese roten Gebiete, wie sich dort also dann hier wirklich geformte Asteroiden und Kometen bilden können. Wir machen jetzt Studien bei unterschiedlichen Abständen zur Sonne, wie wir erklären können, dass also gerade bei den Asteroiden die Objekte sehr ähnlich groß sind, wie wir erklären können, dass es gerade bei Kometen sehr viele Mehrfachsysteme gibt und auch die ganzen Formen von denen. Und zum Schluss bringe ich Ihnen noch ein, zwei Filme, weil diese Simulationen, die machen uns so viel Spaß zu visualisieren. Wir arbeiten auch an einer Full-Dome-Projektion für das Planetarium. Hier sehen Sie also eine Simulation, die weiter außen im Sonnensystem ist. Und da haben sich also viele dieser roten Punkte gebildet, also viele Objekte. Wir haben also hier einen ganzen Cluster von Asteroiden und beziehungsweise in diesem Fall dann eben Kuiperbelt-Objekte. Und eine sehen tatsächlich aus wie diese Contact-Binaries, die ich Ihnen auch als Beispiel gezeigt habe. Hier ist ein anderes Beispiel einer numerischen Simulation. Hier ist die höchste Dichte jetzt weiß dargestellt. Hier sieht man jetzt auch, wie die Objekte da zusammenstoßen, wie sie aufgrund ihrer eigenen Rotation flach werden, länglich werden, also eben nicht mehr eine Zufallsstruktur haben, sondern hier tatsächlich so ähnlich aussehen wie später mal unsere Asteroiden. Ja, die Farbe stimmt noch nicht, wie Sie richtig erkennen. Eigentlich müssten die ja jetzt grau sein und Oberflächenstrukturen haben. Daran arbeiten wir hier noch. Hier ist noch ein letzter Film. Hier sehen Sie also, wie ein schönes Binärplanetesimal entstanden ist. Und ich hatte Ihnen ja auch vorhin den Beispiel Asteroiden gezeigt, die Ida. Und Ida war also der erste Asteroid, der tatsächlich einen eigenen Mond besitzt von 1 Kilometer Größe, der um ihn drumherum fliegt. Wir können also jetzt mit unseren Simulationen immer mehr vergleichen, was sagen unsere Modelle vorher und wie passt das mit dem zusammen, was wir in unserem Sonnensystem finden. Also das wichtige Thema heute ist wirklich dann Strukturbildung. Darum geht es ja auch in unserem Cluster. Und hier Strukturbildung durch den Gravitationskollaps. Und das ist der gleiche physikalische Prozess, der gleiche chaotische Prozess, den Sie auch bei der Galaxien-Sternentstehung haben und jetzt eben auch bei den Planeten hier unten. Deswegen, hier habe ich sie jetzt nochmal eingeblendet, Sie können sich also merken, diese Asteroiden und Kometen, die Sie finden, das sind Überbleibsel aus der Entstehungsphase der Planeten. Hätte es die nicht gegeben, würde es uns auch nicht geben. Sie haben sich damals dann für uns geopfert, indem sie also die Erde gebildet haben. Und es geht um Strukturbildung durch Gravitation. Damit komme ich persönlich schon zum Ende meines Vortrags. Und bevor ich ganz abschließe, möchte ich auf den nächsten Vortrag hinweisen. Gravitation führt zu Strukturbildung, aber das ist nicht der einzige Effekt. Hier ist es zum Beispiel ein Vogelschwarm, der Struktur bildet. Da ist es dann eben das Schwarmverhalten dieser einzelnen Elemente. Das ist ein Vortrag morgen von Michael Winkler vom IWR hier in Heidelberg. Ein Vortrag, den ich Ihnen auch sehr gerne ans Herz legen kann. Damit bedanke ich mich für Ihr Interesse. Vielen Dank. Habe ich das richtig verstanden? Zur Bildung von größeren Massen bedarf es erstmal einer Ausgangsmasse. Und Vorstufe dafür sind für den Dust, wie Sie den bezeichnet haben, das sind also Moleküle oder irgendwas. Wie werden die denn, wie beeinflussen die sich denn gegeneinander? Sind das elektrostatische Kräfte, die da eine Rolle spielen, oder sind das auch Schwerkräfte?
Das ist genau im Prinzip der Definitionsunterschied zwischen Planetesimalen und Objekten, die es davor gibt. Also Planetesimale, die physikalische Definition wäre dann die ersten Objekte, die durch Gravitation zusammengehalten werden. Alles, was sie davor haben, also ja, die ersten Atome, die zusammenstoßen und aneinander hängen bleiben, chemische Bindungen direkt. Sie haben also dann erstmal Moleküle, die sich bilden. Sie wissen ja vielleicht, also am Anfang des Universums, Wasserstoff, Helium gab es nach dem Urknall nur. Da benötigte es noch mehrere Generationen von Sternentstehung, Supernovas, stellare Winde, dass also immer mehr Ruß und Dreck verbreitet wurde. Dann aus diesen Molekülen, die das interstellare Medium dann angereichert haben, haben sich dann die ersten Rußpartikel gebildet. Und dann, als damals dann die Sonne entstanden ist, in diesem Nebelkollaps, da waren dann schon neben Wasserstoff und Helium 2% Dreck dabei. 2% Sternenasche, da haben sie dann alles drin, Eisen, Kohlenstoff, Sauerstoff, alles, was wir heute eben brauchen. Und das ist dann erstmal aus dieser Gasphase auskondensiert, teilweise chemischen Reaktionen, und hat sich dann eben zu größeren Festkörpern gebildet. Auf der einen Seite dann einfach Van der Waals-Kräfte, genau, wenn sich zwei Staubteilchen berühren, untereinander hängen bleiben, aber dann teilweise auch Sinterprozesse, wenn es warm wird, oder bei Schmelzprozesse, die die verbunden haben, sodass wir dann also immer größere Strukturen gebildet haben. Aber genau welche Strukturen das waren, ob das, wie ich vorhin erwähnt habe, mehr Wolflusen waren oder große Schneeflocken oder schon richtig harte Kügelchen, Eiskügelchen, also darüber streiten wir uns noch im positiven wissenschaftlichen Sinne. Ja, sehr gute Frage. Ich habe das hier nur ganz angedeutet. Am Anfang war alles ganz klar, Kometen haben einen Schweif, Asteroiden haben keinen Schweif. Und eines schönen Tages hat man einen Asteroiden entdeckt, der hat einen kleinen Schweif ausgebildet. Mist. Okay, der wurde dann aktiver Asteroid genannt. Und dann hat man einen Asteroiden entdeckt, der verdammt schwarz war, und hat herausgefunden bei näherem Angucken, dass es ein toter Komet ist. Also die Übergänge sind sehr fließend. Im Prinzip können Sie Folgendes sagen: in der Nähe der jungen Sonne ist es wärmer als ganz weit draußen, weit weg von der jungen Sonne. Das bedeutet, dass es nahe an der jungen Sonne eigentlich kein Wassereis gibt, sondern alle Objekte, die sich dort bilden, sind ziemlich trocken. Die haben also einen sehr geringen Wasseranteil, und wenn sie dann Objekte haben, die jenseits der Jupiterbahn gebildet wurden, dann haben die auf einmal 50% Wasserinhalt. Und das ist jetzt der Witz an der Sache. Wenn sie also ein Objekt haben, was zu 50% oder mehr aus Wassereis besteht, und sie bringen das dann mal an einen Ort, wo es nicht hingehört, sprich nah an die Sonne dran, dann evaporiert natürlich dieses Wasser, und wir haben dann diese Aktivität drin. Und wenn ein Komet dann lang genug dort rumgeflogen ist, dann hat er eben all sein Wasser verloren, und dann ist er ein toter Komet geworden. Also es gibt, deswegen wollte ich ja sagen, es gibt keine scharfe Grenze. Auch bei den Asteroiden gibt es welche, die zumindest ein bisschen Wasser drin haben. Also auch die sind nicht alle vollkommen trocken. Es hat damit was zu tun, wo sie entstanden sind, wie weit von der Sonne sie weg waren. Können Sie noch was dazu sagen zur zeitlichen Dimension der Planetenentstehung, speziell in unserem Sonnensystem, wie lange die einzelnen Phasen ungefähr gedauert haben? Ja, die Entstehung hat direkt mit der Entstehung unserer Sonne angefangen. Die Sonne ist entstanden vor 4,567 Milliarden Jahren. Und das wissen wir nicht etwa, weil wir die Sonne so gut verstehen, sondern weil wir die ersten Steine gut verstehen, die wir finden, die in unserem Sonnensystem noch rumfliegen. Wir können also diese Steine aufgrund von radioaktiver Datierung festlegen, dass die vor 4,567 Milliarden Jahren aus der Gasphase heraus kondensiert werden müssen. Das ist dann so ähnlich wie diese Kohlenstoffmethode, mit der wir feststellen können, wie alt ein antiker Schrank ist. Und das war also der Zeitpunkt. Die stellaren Modelle sind gar nicht so gut. Das heißt, auch die Sonne wird im Prinzip daran geeicht. Die gesamte Lebenszeit der Planetenentstehung, der erste Phase, spielt ja in diesem turbulenten Nebel statt. Und da geht man davon aus, man weiß es nicht genau, dass der ungefähr 10 Millionen Jahre gedauert hat.
10 Millionen Jahre ist eine ganze Menge, aber wenn Sie das jetzt auf die Lebenszeit des Sonnensystems zurücknehmen, dann ist das sehr wenig. Aber am Ende dieser 10 Millionen Jahre gab es zum Beispiel noch nicht die Erde. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur die Gasplaneten, die könnten sich natürlich nur bilden, als damals noch Gas vorhanden war. Und statt der Erde hatten sie hier wahrscheinlich im inneren Sonnensystem ungefähr 30 maßgroße Objekte, die lustig in der Gegend herumgeflogen sind. Und dann hat es nochmal weitere 100 Millionen Jahre gedauert, dass diese maßgroßen Objekte miteinander kollidiert sind und dann das innere Sonnensystem gebildet haben. Das heißt also, das Sonnensystem sah die ersten 300 Millionen Jahre durchaus anders aus als heute, hatte eben noch nicht diese großen Planeten, die sich erst langsam gebildet haben. Mit dieser Geschichte, dass die maßgroßen Objekte zusammengestoßen sind, das führt dann ja auch auf diese Entstehungsgeschichte des Mondes. Also der Mond, davon gehen wir ja aus, ist ja etwas, das von der Erde weggeplatzt ist, als ein maßgroßes Objekt in die junge Erde eingeschlagen ist. Das meiste dieses Materials ist in der Erde drin und nur ein kleiner Bruchteil davon wurde in die Marsbahn herausgeschleudert. Die Planetenentstehung, wir versuchen das alles, was wir hier so an Prozessen, was ich heute vorgeführt habe, nun in die ersten 10 Millionen Jahre reinzuquetschen, aber ganz genau können wir das noch nicht datieren. Also da gibt es noch eine Menge zu forschen. Es ist immer so ein Wettkampf mit der Zeit. Manche Prozesse, die meine theoretischen Kollegen untersuchen, dauern einfach zu lange und deswegen ist das immer ein Maß, also wie viel von den 10 Millionen Jahren gebe ich dem Herrn, der sich im Gasplaneten findet und der die Staubentwicklung macht und ich meine planetesimale Asteroiden dazwischen. Also jeder hätte möglichst viel Zeit, aber der ist besser, der das Ganze schneller macht. Aber die ersten Planetesimale, denken wir, flogen schon nach 100.000 Jahren im frühen Nebel rum. Aber bis das Sonnensystem fertig war, so ähnlich aussah wie heute, 100 Millionen Jahre. Warum liegt unser Sonnensystem auf einer Scheibe? Und bei der Asteroidenentstehung sah das ja auch so aus, dass es nicht eine Kugel ist, die kollabiert, sondern eher auch eine Scheibe, die dann in der Entstehung in der ersten Phase ist. Also warum eine Scheibe, ist ja irgendwie eine überraschende Situation. Das war genau der Ausgangspunkt für die Scheibentheorie, war die Beobachtung erstmal von Laplace und dem Herrn Immanuel Kant, dass ja alle Planeten im gleichen Sinn um die Sonne wandern und sich alle in einer Ebene befinden. Das heißt also, die Beobachtung ging dort der Theorie voraus. Und jetzt der Punkt, warum es sich um einen solchen Pfannkuchen handelt, aus dem das alles entstanden ist, das ist der Drehimpuls. Sie haben also überall bei der Sternentstehung, die entsteht ja nicht irgendwo im Vakuum, sondern da sind sie ja schon in einer Spiralgalaxie drin, die selber einen gewissen Rotationssinn hat. Das, wo der jetzt herkommt, das kommt dann als zweites dran. Aber sie sind jetzt in dieser Galaxienscheibe, die dreht sich ja. Auch die Molekülwolke, die jetzt da der Vorgänger unserer Sonne ist, hat sich also ganz leicht mitgedreht. Das ist eine winzige Rotation, also sowas wie einmal in 200 Millionen Jahren, also ganz langsam. Aber Sie wissen ja, Drehimpulserhaltung, wenn etwas kollabiert, wenn die Schlittschuhläuferin ihre Pirouette dreht und die Arme anzieht und sich ganz eng macht, dann dreht sie sich immer schneller. Das war der gleiche Effekt bei dieser Sternentstehung. Das ist also eine Wolke, das haben Sie auch in meiner Simulation hier gesehen, wenn sie sich zusammenzieht, auf einmal immer schneller anfängt zu drehen. Das ist der Anfangsdrehimpuls, der aufgrund seiner Erhaltung und des Zusammenziehens eben zu dieser hohen Rotation führt. Und dann ist das natürlich hier Gas, was wir betrachten. Das heißt, wenn Sie schon mal 90% der Materie haben, die in eine Richtung sich drehen will und irgendetwas anderes fällt drauf, dann geht das eben nicht mehr. Dann kann man keine chaotische Umlaufbahn mehr machen, sowas wie ein Atomsystem, wo alles in der Gegend rumfliegt, sondern dann sind es einfach die Kollisionen zwischen diesen Akkretionsmassen, die alles dann auf eine Scheibenbewegung bringen. Und das Gleiche war auch schon die Geschichte, hier zum Beispiel, wenn unsere Planetesimale entstehen, auch die sitzen ja in einer schon bereits drehenden Scheibe. Bei den ersten Galaxien war das nun nicht so, da das wahrscheinlich ist der Netto-Drehimpuls des Universums am Anfang schon null gewesen, also hoffe ich mal.
Aber dort sind es dann ganz einfach diese turbulenten Fluktuationen, dass also das gesamte frühe Universum ja nicht vollkommen ruhig war. Es gibt da ja auch Störungen drin, die ja mittlerweile nachgewiesen werden in der Hintergrundstrahlung. Und dass diese kleinen Störungen, diese Turbulenz eben dann dazu geführt hat, lokale Variationen im Drehsinn zu haben. Und die haben sich dann eben in den Galaxien, in der Verteilung der dunklen Materie und so weiter dann eben manifestiert. Deswegen, alles, was entsteht, dreht sich erstmal wahnsinnig schnell und kann dann erst durch spätere Entwicklung langsam abgebremst werden. Dann bedanken wir uns noch einmal recht herzlich. Vielen Dank. Dankeschön.